Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, im heutigen Video gebe ich euch Tipps und Tricks für die Goldtarnung, für Maschinenpistolen, mit der geometrischen Tarnung und auch mit der, ja, gefürchteten Nahkämpfer-Wissenschaft-Tarnung. Und wir starten auch direkt durch mit Wissenschaft. Da müssen wir nämlich 75 Leute töten, per Nahkämpfer. Bedeutet aus nächster Distanz, ganz nah an die Gegner dran und die eliminieren. Und die Aufgabe kann echt nervig werden, aber wie genau ihr die bekommen könnt und wer die erleichtert, erfährt jetzt gerade jeden Moment. Wir fangen direkt an mit dem Waffenguide, da braucht ihr am besten hier die Waffe komplett auf Mobilität. Haut einen Lauf rein, der eure Mobilität nicht verändert. Einfach hier den verlängerten Lauf bei der MP5 reinknallen. Bei Körper hätte ich hier 5 MW-Lesenmarkierer. Damit könnt ihr aus der Hüfte leichter treffen und die Feinde leichter eliminieren. Mit Patrouillengriff könnt ihr euch schneller fortbewegen. Immer auf die Mobilität achten, meine Freunde. Dann nochmal hier Schnelllader und mehr Kugeln. Und dann noch beim Schaft SAS Nahkampfschaft für mehr Mobilität und Lauftempo beim Feuern. Dann hättet ihr schon mal die gute Waffe fertig. Mit Blendgranaten könnt ihr eure Gegner betäuben und dann noch leichter die eliminieren. Und mit der Taktikmaske könntet ihr nicht geblendet werden. Könnt einfach die in den Raum reinwerfen, wo ihr euch gerade befindet. Mit Quartiermeister könnt ihr Granaten nachladen. Und mit Ganghau könnt ihr beim Sprinten feuern. Total wichtig, denn ihr müsst unbedingt nah an die Gegner dran. Mit dabei hätte ich hier noch Draufgänger für mehr Blendgranaten. Reinpacken, mitmachen und go. Natürlich hier im Hardcore-Modi könnt ihr Leute mit nur einer Kugel eliminieren. Einfach im engen Gebäude wie bei Crossroads oder Nuketown warten. Den Gegner reinstürmen, blendet die einfach, pusht rein und geht ganz nah dran. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr dann auch hier gute Nahkämpfer hin. Die Aufgabe kann ein bisschen nervig werden, denn ihr bekommt die relativ spät frei. Und bei anderen Waffen müsstet ihr auch einen Gegner im Headglitch töten für Sturmgewehre. Darüber mache ich nochmal ein Video. Aber ja, hier Nahkämpfer für Maschinenpistolen gehen relativ flott und einfach. Einfach ein Gebäude ein klein wenig abwarten, reinpushen, Leute blenden. Und dann habt ihr die Aufgabe relativ einfach fertig. Wenn ihr aber noch weitere Tipps und Tricks kennt, gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen stellen. Wir machen aber direkt weiter mit geometrisch. Bei der Waffentarnung braucht ihr für die Maschinenpistolen Weitschüsse. Die Fernkämpfermedaille bekommt ihr relativ einfach ab einer bestimmten Reichweite. Ab welcher Reichweite genau könnt ihr natürlich nachprüfen in den Waffenstatistiken. Und ja, wegen dem Waffenguide, da packt ihr am besten hier einen Scope rein für mehr Reichweite. Dreifach Zoom, vierfach oder noch mehr wäre schön. Aber ja, nicht jede Waffe hat hier die Möglichkeit dafür. Achtet einfach drauf, welche ihr frei habt und mit welchen ihr gut umgehen könnt. Haut einen Scope rein, geht auf lange Distanz und gib ihm. Bei den Mündungen gebe ich euch den Tipp, Mündungsfeuerabschirmung, damit ihr nicht auf der Karte markiert werdet. Und Trefferkontrolle wäre auch wichtig. Bei den Läufen braucht ihr unbedingt mehr effektive Reichweite oder mehr Kugelfluggeschwindigkeit, damit ihr die Leute leichter treffen könnt. Feldagentengriff für mehr Trefferkontrolle und mehr Stabilität. Ein Vordergriff würde auch weiterhelfen. Und am Ende dann auch Handgriffe, wenn ihr normal spielt. Damit könnt ihr weniger verwackeln, wenn ihr beschossen werdet. Oder eine Taschenlampe, damit ihr Gegner leichter erkennen könnt. Bei den Perks empfehle ich euch Paranoia oder Daten weiterleiten. Damit ihr hier den Überblick über die Karte behält, dann hätte ich Attentäter und Spurenleser mit dabei, gleich wie Geist und Kaltblütig, denn damit könnt ihr leichter campen und werdet nicht auf der Karte markiert. Natürlich der wichtige Punkt, ihr müsst eine Menge Fernkämpfe machen. Und mein Tipp dafür, startet am besten hier die Karte Miami oder hier Checkmate, da könnt ihr relativ einfach Fernkämpfe-Medaillen hier machen. Und natürlich mit euren Gegnern, wenn die natürlich auch alle Bock drauf haben, geht's noch einfacher. Am besten ihr startet Hardcore, denn da geiert wirklich jeder danach und da könnt ihr die leicht hinbekommen. Bleibt natürlich nicht am gleichen Fleck hier stehen, holt euch eine neue Ecke, achtet auf eure Teamkameraden, damit ihr nicht überrascht werdet von hinten. Und ja, mit ein klein wenig Geduld und ein paar Runden Checkmate bekommt ihr die geometrische Tarnung in nur wenigen Runden hin. Gleich wie die andere Tarnung, nämlich die Wissenschaft, die geht auch relativ flott und einfach. Wenn euch mein Video geholfen hat, dann gerne hier einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks kennt, gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert für weiteren Cold War Content. Und dann, meine Freunde, wünsche ich euch viel Glück dabei. Natürlich haut rein und bis zum nächsten Video.